Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zum Thema Conan Battle Pass bzw. Herausforderungen. Ja, ihr seht es schon im Hintergrund und zwar geht es heute um die Herausforderung dicke Haut ernten. Das müssen wir 5-mal machen, das ist eine ungewöhnliche Herausforderung. Und am besten könnt ihr das Ganze erledigen, indem ihr diese Luchse hier tötet. Ich habe mal natürlich den Schaden etwas größer gestellt, damit das Ganze nicht so lange dauert. Dann nehmt ihr entsprechend ein Messer und erntet sie ab und erhaltet dicke Haut. Oben der Progress geht natürlich immer nur dann weiter, wenn ihr entsprechend einen einzelnen Kadaver komplett bearbeitet habt und der dann weg ist. Ich befinde mich jetzt aktuell genau hier. Und zwar ist das auf G12, ganz unten in der Ecke. Das ist hier etwas oberhalb von der alten Schmugglerroute. Hier befinde ich mich aktuell. Und wenn wir uns jetzt hier mal ein wenig bewegen, allerdings immer in eine Richtung, dann werdet ihr wie hier jetzt noch andere sehen. Ich bin jetzt hier so ein bisschen an diesen Streifen entlang gegangen. Die könnt ihr dann entsprechend auch töten und häuten. Die sind immer mal wieder so vereinzelt hier zu finden. Es ist ein bisschen schwierig tatsächlich, aber es gibt leider nicht so viele Orte, wo man wirklich mehrere auf einen Haufen zu Gesicht bekommt. Da hinten hat sich jetzt gerade noch mal einer hingelegt. Es ist auch sehr weitläufig hier, muss man dazu sagen. Aber leider gibt es keinen besseren Ort für mich persönlich jetzt, den ich euch zeigen kann. So, also wenn ihr hier so den Streifen ein bisschen abläuft, da werdet ihr die meisten davon finden. Ja, ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, drückt doch gerne einen Daumen nach oben. Und ihr dürft euch natürlich auch gerne die weiteren Videos zum Conan-Herausforderungen anschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.